herzlich willkommen beim VDE-Kongress 2014 zu den Rote Couch Talks hier von Energy 2.0 und Urban 2.0 in Kooperation mit dem VDE. Und wir kennen uns ja schon eine Weile, deshalb darf ich Sie vielleicht ein bisschen provozieren. Wir haben uns geeinigt in einem Vorgespräch auf das Thema Smart Communities, Leben in Smart Cities. Warum wollen Sie denn als ausgewiesener Fachmann mit mir nicht über Smart Grids reden? Da könnte ich jetzt ganz einfach sagen, weil das hier der Smart Cities Kongress ist und weil wir, glaube ich, gerade als Elektrotechniker aufpassen müssen, dass wir nicht, weil wir das mit den Grids so gut können, die Städte auf und Siedlungsräume auf die Netze reduzieren. Die sind natürlich wichtig, alle Arten von Infrastrukturen, aber Städte sind noch ein bisschen mehr. Und das ist ja zumindest für mich ein kleines Zwischenfazit des Kongresses schon gewesen. Es wurde auch von den Technikern immer wieder mal gesagt, man muss doch auch an die Menschen denken. Was bedeutet das denn eigentlich, ein Leben in einer Smart City? Wie muss man sich das vorstellen oder anders vorstellen, als wie wir heute schon leben? Ich glaube, ich habe die Frage vor einiger Zeit schon mal so ähnlich gestellt bekommen und geantwortet. Und vielleicht ist es am besten, wenn man es gar nicht besonders merkt, dass man jetzt in einer Smart City lebt, sondern dass es einfach die Wahrnehmung ist, dass die Stadt attraktiver geworden ist, dass sie besser funktioniert. Ich glaube, die Menschen müssen nicht unbedingt verstehen, warum das so ist. Mhm. Letztlich müssen sie auch nicht verstehen, dass sie in einer Stadt mit tollen elektrischen Netzen leben, solange der Strom aus der Steckdose kommt. Sie nehmen die Funktion in Anspruch. Und ich glaube, wir reden hier über eine, aus technischer Sicht natürlich schon ein paar über neue Ansätze, die sehr viel mit Informationsnutzung zu tun haben, aber aus Benutzer-, aus Anwendersicht soll die Welt damit einfach nur besser funktionieren. Aber werden die Menschen jetzt nichts davon merken, außer dass sie vielleicht plötzlich eine App haben, auf der es blinkt, wenn morgen die Müllabfuhr kommt und solche trivialen Dinge? Oder wie kann man sich das vorstellen? Was ist alles möglich? Ich möchte nicht in Anspruch nehmen, das vollständig beschreiben zu können, weil ich auch davon überzeugt bin, so wie es uns ja auch mit dem Internet gegangen ist, wenn Infrastrukturvoraussetzungen erstmal geschaffen sein werden, dann werden findige und kreative Köpfe noch Ideen haben, an die wir heute gar nicht denken. Aber es gibt natürlich Beispiele, die sehr praktisch sind, und die App mit der Müllabfuhr ist jetzt vielleicht nicht die allerwichtigste, aber wenn Sie beispielsweise den Verkehr besser steuern, stellen Sie sich einfach vor, Sie fahren in eine gute, volle Stadt, so wie Frankfurt zum Beispiel, in der Beziehung immer einer meiner Favoriten, und möchten Ihr Auto dann auch irgendwann mal loswerden. Endlich sagt jemand was Positives über Frankfurt, nicht nur, dass es eine kleine Stadt ist im Vergleich zu den Megacities. Also Sie haben schon gepunktet hier bei den Leuten. War das jetzt so richtig positiv, dass ich immer Schwierigkeiten habe, mein Auto loszuwerden, weil es zu viele Autos und zu wenig Parkplätze gibt? Gut, wenn das so ist, dann freue ich mich natürlich umso mehr, aber es könnte noch positiver werden, wenn man eben dahin geleitet wird. Das ist ja ein Anwendungsfall, der oft auch als Beispiel herangezogen wird. Oder, was ich glaube auch sehr wesentlich ist, wenn wir es schaffen, die Integration von öffentlichem und Individualverkehr weiter voranzutreiben, was die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs, denke ich, weiter voranbringen wird, weil diese berühmte Letzte-Meile-Problematik ist nun mal immer noch eine mehr oder weniger große Barriere. Und sie kann sie auch effizienter machen in den Randzeiten. Also wir haben ja heute, wir haben es mal in einem Smart City Workshop, einer unserer laufenden Studien, hat sich jemand zu Wort gemeldet und gemeint, also so mit diesen berühmten Geisterbusse oder Geisterzüge, das sei ja auch nicht so toll, die an den Randzeiten fahren. Jeder, der mal so spät nachts öffentlichen Verkehr benutzt hat, kennt das Problem. Aber die braucht man natürlich, weil die Leute, die mittags zu Spitzenzeiten aufbrechen, manchmal auch nachts nach Hause kommen. Und wenn sie nachts kein Angebot mehr haben, dann werden sie es mittags auch nicht nutzen. Aber auch das kann man ja vielleicht anders lösen, wenn man die Systeme mehr integriert und damit effizienter. Und da scheint ja vielleicht ein großes Feld zu sein, also öffentlicher Nahverkehr krankt ja sozusagen daran, dass er Massen braucht, und jetzt habe ich heute mit einem Handy, das ich einstecken habe, oder Mobiltelefon, hat mich heute erst wieder jemand darauf hingewiesen, dass man so doch sagen soll, eben die Möglichkeit, ja individuell transportiert zu werden durch diese Anbindung. Also da scheinen sich endlich mal interessante Perspektiven zu ergeben.
Das glaube ich schon. Das sind auch die Projekte, die zumindest in Deutschland häufig mit als erste genannt werden, wenn Städte sich auf die Reise begeben, dass sie daran was verbessern wollen. Das hat natürlich was mit dem Entwicklungsstand zu tun, bei allem Respekt, auch vor anderen Gegenden. Aber wir haben natürlich in Deutschland eine Tradition von infrastrukturseitig ziemlich hochentwickelten Städten. Mhm. Und das ist auf der einen Seite natürlich sehr schön für die, die heute daran leben. Es ist aber, macht es aber schwieriger zu sagen, wo denn jetzt noch weiterer Fortschritt ist, weil man halt von einem ziemlich hohen Niveau startet. Aber eben diese, ich sag mal, die weitere Verbesserung des der Lösung der Mobilitätsaufgaben ist sicherlich ein Feld, was jeder auch erfährt. Und wenn wir uns vorstellen, dass wir noch mehr Zuwanderung in die Städte bekommen oder auch mehr Einpendlung aus dem Umland, also wenn wir über Communities reden, dann wird damit, auch die Europäische Union hat es ja so definiert, eben auch das Umland im Unterschied zur Stadt gemeint. Mhm. Und wir sehen ja die Trends, dass mehr Einpendelung stattfindet. Und das wird natürlich die Städte, so es noch nicht längst getan hat, schon vor, das wird den Städten einigen Stress bescheren. Und den Städten heißt in dem Fall den Bürgern, den Betroffenen. Mhm. Und das zu lösen ist, ich glaube, in Deutschland ein sehr offensichtlicher Fall, wo auch jeder sofort den Nutzen empfindet. Das ist ja mal Balsam für die Seele, wenn Sie sagen, die deutsche Infrastruktur ist gar nicht so schlecht. Bei uns redet man ja lieber über Brücken, die sanierungsbedürftig sind. Und Schlaglöcher, sind. Genau. Schlaglöcher, auf den vielen Straßen, Dinge. Die da sind. Aber diesen Nachsatz, den unterschlägt man ja gerne in unserer gewissen, wir haben ja so eine gewisse Leidenskultur. Ne? Und Sie sprechen vielleicht auch mehr über die technische Infrastruktur jetzt im Sinne von ja, auch schon intelligente Steuerung und solchen Dingen? Gut, also aber das würde ich jetzt nicht trennen. Also Sie können nur solche technischen Infrastrukturen steuern, die erstmal da sind. Also wenn wir keinen öffentlichen Nahverkehr hätten, dann bräuchte ich auch nicht über seine Integration mit irgendwas anderem zu reden. Ja. Aber vielen Vortragenden sind hier ja nicht auf Anhieb deutsche Städte eingefallen, wenn man gefragt hat, was ist denn ein Vorzeigemodell für eine Smart City, sondern da wurde nach Spanien geschaut oder in die großen Megacities. Also da würden Sie sagen, sind wir gar nicht so weit hinterher. Also ich glaube, so ausgeprägte, ganzheitliche Stadtverbesserungsprojekte würden mir auch eher jetzt im Ausland einfallen, weil ich jetzt gar nicht nach Spanien geschaut habe. Wir sind zum Beispiel auch in Skandinavien tätig und wir haben sowohl in Stockholm ein Projekt, eines dieser Transformationsprojekte, als auch in Helsinki, wo man wirklich auch sehr grundsätzlich an das Problem herangeht, was mir sehr wichtig ist. Es wurde gestern zumindest in einem der Eröffnungsvorträge auch angesprochen, ob eine Stadt gut funktioniert oder nicht, wird natürlich grundlegend zuerst mal in ihrer Konzeptphase vorbestimmt. Und danach können Sie dann gerne darüber nachdenken, ob Sie das Vorhandene betrieblich besser oder weniger gut steuern. Aber die Grundlagen werden in der Konzeptphase gelegt. Mhm. Und erstens haben wir sogar in Europa mit den Transformationsprojekten, die ja gar nicht so wenige sind, die Chance, das auch zu tun. Und das sind jetzt gut, ich meine, hier im Rhein-Main-Neckar-Gebiet, also ich komme ja aus Mannheim, da fallen einfach Transformationen, vor allen Dingen die aufgegebenen Militärflächen ein, die einen sehr großen Anteil dort ausmachen. Aber auch hier, wir sitzen hier auch in der Nähe in Frankfurt einer Transformationsfläche, nämlich des alten Güterbahnhofs. Und die gibt es in sehr vielen Städten, weil eben die Güterbahnhöfe aus den Städten rausgewandert sind und ja sehr viel Fläche freigemacht haben. Also so selten ist der Fall gar nicht. Und die beiden Beispiele, die ich in Skandinavien erwähnt habe, sind alte Hafendistrikte, die auch nicht mehr so benutzt werden wie früher. Mhm. Und immer dann hat man natürlich die Chance, es von Anfang an besser zu machen. Ja. Aber das sind ja dann oft richtige Stadtentwicklungsprojekte, wo es ja auch noch um ganz andere Infrastrukturen geht, auch eine Bildungsinfrastruktur, vielleicht soziale Infrastruktur, also vom Kindergarten bis zum Krankenhaus, wo erstmal wir Techniker, wenn ich das jetzt so allgemein sagen darf, gar nicht mitreden, sondern da sind mehr die Stadtväter gefragt und der politische Wille oder eben die Bedürfnisse, und die Technik kommt eigentlich dann ja viel später erst. Die Frage, wie Sie Technik definieren. Ich glaube, ein Stadtplaner würde sich jetzt auch nicht als Nicht-Techniker bezeichnen. Okay. Und wenn Sie sehen, und Bauingenieure, wie der Name schon sagt, tragen das Ingenieur in der Berufsbezeichnung. Wenn es darum geht, Gebäude so zu gestalten, dass sie energieeffizient sind, wenn es darum geht, Städte so zu bauen, dass das Mikroklima von vornherein gut ist, sodass sie es nicht nachträglich korrigieren müssen. Wenn Sie Verkehrsströme anlegen, das sind schon auch technische Planungsaufgaben.
Okay. Und es geht natürlich weiter, wenn Sie dann darüber nachdenken, welche Infrastrukturen jetzt in dem engeren technischen Sinn Sie bereitstellen, beispielsweise, also bei Smart Cities glaube ich schon immer sehr vorrangig, Kommunikationsinfrastruktur, damit beeinflussen Sie natürlich schon auch sehr stark, was später passiert. Wir haben ja schon über das Thema Verkehr gesprochen und natürlich ist das in den Städten auch wirklich eine der ganz großen Herausforderungen. Man kann Verkehr besser steuern. Das ist auch nicht schlecht. Noch besser ist, wenn man ihn vermeidet. Und vermeiden von Verkehr kann man zum Beispiel dadurch, dass man Leute, wenn es passt, mehr zu Hause arbeiten lässt. Das geht aber heutzutage eigentlich nicht mehr ohne eine leistungsfähige Kommunikationsinfrastruktur. Jetzt ist es zugegebenermaßen in Städten meistens kein Problem. Aber wenn Sie in Deutschland aufs Land gehen, dann ist es ein großes Problem und führt tatsächlich auch zur wirtschaftlichen Abwanderung inzwischen. Mhm. Also da spielt Infrastruktur eine sehr grundlegende Rolle für auch sehr langfristige Entwicklungen und Trends. Mhm. Also viele Gruppen, die da zusammenarbeiten müssen auch, dann kommt es zu diesem System der Systeme, das ja die Smart City letztendlich charakterisiert. Aber bei all den Gruppen haben wir jetzt die Bürger eigentlich nicht direkt angesprochen. Die müssen am Schluss eben gucken, was rauskommt oder wie kann denn jetzt diese Smart Community eigentlich sich dahin entwickeln, wo ein Bürger dann am Schluss auch sagt, ja, das hat mir was gebracht. Also ich glaube, da muss man sehr sorgfältig trennen zwischen dem Schaffen von Voraussetzungen, damit eine Smart City stattfinden kann, und Voraussetzungen, das hat nach allem, was ich schon gesagt habe, natürlich sehr viel damit zu tun, dass man eine Kommunikationsinfrastruktur hat, dass man Daten bekommt, Informationen, und da wird sich wohl jemand drum kümmern müssen, das wird wahrscheinlich kein Akteur alleine für seinen Anwendungsfall aufbauen. Das wäre also sicherlich eine Aufgabe für die Städte, sich darum zu kümmern. Und so fängt es auch sehr oft an, dass man ein Kommunikationsnetz aufbaut, ein sicheres, robustes und sicheres und leistungsfähiges, und dass man Sensoren platziert. Und im zweiten Teil, glaube ich, muss man diese Kommunikationsinfrastruktur so machen, dass Dienstleister Angebote an die Bürger auf den Markt bringen können. Und die müssen dann halt ihre Interessenten finden. Mhm. Wenn sie das nicht tun, ja, dann waren sie es wohl nicht. Also letztlich geht es darum, das Leben der Menschen zu verbessern und es so zu empfinden. Also die Menschen müssen empfinden, dass sie da etwas bekommen, was sie wollen und was ihnen hilft. Mhm. Und in einem marktwirtschaftlichen Umfeld ist, glaube ich, die beste Idee, es ihnen von marktwirtschaftlichen Akteuren anbieten zu lassen und zu sehen, ob es läuft oder nicht. Wobei es eben sehr wichtig ist, wenn diese Dienstleistungen eine Infrastruktur brauchen, damit sie erstmal in Gang kommen, dann muss man sich um die kümmern. Man muss verstehen, welche Vorleistungen man erbringen muss, damit ein solcher Mikrokosmos entsteht. So wie das Internet. Wir haben uns inzwischen an so viele neue Dinge gewöhnt. Übrigens hat es auch keiner Smart World genannt in den 90er Jahren. Mhm. Und wir haben es aber trotzdem bekommen. Und wir nennen es auch heute nicht Smart World, aber sie ist auf jeden Fall fundamental anders als Anfang der 90er Jahre. Mhm. Wir haben Angebote, die wir uns nie hätten vorstellen können. Und das wäre, ohne dass diese Infrastruktur entstanden wäre, nicht passiert. Auch Google hätte die nicht aufgebaut. Ist es dann vielleicht eine schlechte Idee, mit diesem Adjektiv Smart, mit diesem Buzzword, so viele Erwartungen zu schüren? Sollte man eigentlich das nicht ein bisschen niedriger hängen und dann vielleicht schlaue Dinge machen, die die Leute einfach haben wollen, wo sie sagen, her damit, egal wie du es nennst? Also ich würde mal sagen, dass wir jetzt das Thema Smart City oder alle möglichen anderen smartifizierten Dinge diskutieren, führt zumindest mal dazu, dass wir sie bewusst diskutieren und fragen, was müssen wir denn da tun, damit diese Dinge, die man sich inzwischen auch besser vorstellen kann, auch stattfinden. Das ist ja nicht schlecht. Hm. Stellen Sie sich mal vor, wir hätten das jetzt nicht. Wir hätten diesen Kongress nicht, wir würden dieses Gespräch nicht führen. Das Internet ist so nicht diskutiert worden. Das ist uns halt passiert. Mhm. Auch gut. So findet Innovation auch mitunter statt. Aber ich glaube, im Moment kümmern wir uns schon etwas konzentrierter darum, zu verstehen, was denn ginge. Das ist grundsätzlich nicht schlecht. Man muss, glaube ich, wirklich aber aufpassen, dass man keine falschen Erwartungen... Also ich würde es so rum sagen, es ist nicht schlecht, dass wir darüber reden, aber wir müssen aufpassen, dass wir beim Reden keine überzogenen Erwartungen auslösen. Ja, wenn Sie mit ganz normalen Menschen sprechen, wie zum Beispiel Ihren Kindern, und denen erklären, was Sie eigentlich hier die zwei Tage machen oder gemacht haben, was sagen Sie denen? Denn das ist ja die Welt, in die die reinwachsen, diese Smart Communities. Sagen Sie denen, so wird das ausschauen, oder versuchen Sie mehr von denen zu erfahren, wie die sich eigentlich das vorstellen? Das sind ja immerhin die Digital Natives. Interessanterweise habe ich, glaube ich, noch nicht mit Ihnen darüber gesprochen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, was ich tun würde, gerade auf den letzten Teil, ich würde mir eher angucken, was die machen.
würde sie gar nicht groß fragen, weil für sie ist es ihr normales Leben. Die würden wahrscheinlich die Frage gar nicht verstehen. Sag, wieso? Ist doch immer so gewesen. Internet, was ist daran erwähnenswert? Mhm. Dass ich überall meine netten, mehr oder weniger großen Geräte bedienen kann und mit meinen Freunden im Kontakt bin und so. Ja, und? War doch immer so. Und davon werden wir einfach mehr kriegen in Smart Communities. Das, die Bottomline, ist das, das Fazit? Ja, die entscheidende Frage ist, wie schnell und wie viel wir davon kriegen. Ob wir da vielleicht schneller sind, kreativer als andere. Ob wir ein Stück von dem Kuchen abkriegen oder ob es dann weitere Googles oder Ähnliches dieser Welt gibt, die woanders sitzen und, und den Antrieb machen. Ja, da haben Sie ja mit Ihrem Kongress hier einen Anstoß gegeben, um die Diskussion weiterzutreiben, um dafür zu sorgen, dass auch die deutsche Industrie da weitere Lösungen entwickeln kann. Ich bin gespannt, wenn wir vielleicht über in fünf oder zehn Jahren wieder über das Thema sprechen, wie weit wir dann gekommen sind. Da bin ich auch gespannt. Auf jeden Fall Ihnen erstmal vielen Dank für das Gespräch.